Hallo und herzlich willkommen. Gerade habe ich einen Artikel gelesen und als ich durch war, war ich so motiviert, gleich hier rüber ins Büro zu gehen und für Sie ein kleines Video aufzunehmen mit den Erkenntnissen, die in dem Artikel standen und die wir auch in unseren Projekten und unseren Lernreisen und unserem digitalen Engagement immer und immer wieder erfahren. Natürlich geht es um digitale Transformation, um Digitalisierung und insbesondere darum, wie kann man es denn schaffen, dass die digitale Kompetenz der Mitarbeiter einfach erhöht wird. Das scheint richtig ein Thema hier zu sein. Und die drei entscheidenden Punkte, die ich dort als Erkenntnis erfahren habe, die möchte ich mit Ihnen ganz gerne teilen. Der erste ist dabei, das ganze Thema rund um die Digitalisierung ist Ihr ureigenstes Thema. Das ist für Sie individuell. Da lässt sich kein Rezept nehmen und auf Ihre Organisation überstülpen. Lassen Sie sich einfach bitte nicht einreden, dass Sie es so machen sollen wie Google, Amazon und Co. und einfach so ein Digitalisierungsrezeptplan nehmen und dann werden Sie super erfolgreich. Nein, Digitalisierung ist etwas, was ganz, ganz individuell für Sie ist. Da müssen Sie gucken, wie gehen Sie mit den Kunden um, wo nutzen Ihre Kunden schon digitale Medien, Technologie, um mit Ihnen dort in Kontakt zu kommen. Da müssen Sie schauen, wie passt mein Businessmodell denn auf das Thema Digitalisierung, müssen wir dort was ändern. Also das ist Ihr ureigenstes Ding als Organisation, als Unternehmen. Die zweite Erkenntnis, die ich Ihnen dort ans Herz legen möchte, ist, gerade wenn es um das Thema digitale Kompetenz geht, das ist nichts, was man überstülpen kann über die Belegschaft, überstülpen kann über die Mitarbeitenden. Da geht es primär darum, wirklich Angebote zu machen. Und glauben Sie mir, Ihre Belegschaft, Ihre Mitarbeitenden, die sind digital affin. Die machen das. Die sind überall schon irgendwo mit dem Handy, mit dem Smartphone unterwegs. Die haben bestimmt schon ihre Kinokarten einfach mal online sich bestellt und geholt. Also gehen Sie nicht davon aus, dass das ein Thema ist Ihrer Belegschaft, Ihrer Mitarbeiter, sondern wirklich ein Thema, welche Angebote Sie Ihnen machen. Wie Sie Passung herstellen können zwischen Ihrem dann digitalen, digital angehauchten oder jetzt neuen Businessmodell, was die Digitalisierung mit einbezieht, und dem, wo Sie Passung herstellen können in den Aufgaben. Also machen Sie Ihren Mitarbeitenden, Ihrer Belegschaft Angebote. Stülpen Sie das nicht von oben drüber. Wir müssen jetzt alle digital sein und drum müsst ihr genau das. Ich merke, da nimmt Wirksamkeit einfach ab. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Und der dritte Punkt, den ich mit Ihnen noch teilen möchte, ist, gerade wenn es um das Thema Kompetenz und auch Lernen und auch agiles Lernen geht, dann ist es ganz, ganz wichtig, die neuen Medien mit einzusetzen. Also quasi das Thema Digitalisierung schon auch gleich mit in das Thema Lernen und agiles Lernen mit einzubeziehen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben dort, ist, dass einfach mit dem Smartphone oder mit dem Tablet dort sehr gut gelernt wird, der Lerntransfer sehr hoch ist und dass das die Medien sind, die heute eigentlich alle in irgendeiner Form irgendwie benutzen. Also Nummer drei ist, wählen Sie das Medium, das auch Ihre Belegschaft, auch Ihre Mitarbeitenden dort nutzen. Vielleicht ist es ein Smartphone, vielleicht ist es ein Tablet oder vielleicht ist es der Rechner und nutzen Sie dort genau diese Medien. Also eins, dieses Thema Digitalisierung, digitale Kompetenz, das ist Ihr eigenes. Das ist etwas, wo es kein Patentrezept gibt, sondern da müssen Sie das finden, was für Sie passt. Nummer zwei, es ist nichts, wo Sie überstülpen können über Ihre Mitarbeitenden. Also machen Sie Angebote und fangen Sie dort an, dass Ihre Belegschaft selber ziehen kann, selber lernen kann. Und Nummer drei, nutzen Sie die Medien, die Ihre Mitarbeitenden dort nutzen, meistens Smartphone, Tablet, und nehmen Sie die, wo Sie Ihre Lernelemente, Ihre Kommunikation, Ihre Co-Learning Space dann auch aufbauen. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch gleich ein Angebot machen, weil darüber reden ist natürlich das eine, aber es dann auch ganz, ganz konkret zu tun ist das andere. Und
wo wir in einigen Unternehmen jetzt unterwegs sind, ist mit einem Produktbundle, und zwar ein Design Sprint. Also die Idee, eine Lernreise, Lernelemente eigenständig genau fürs Unternehmen zu designen und herzustellen. Und dann im zweiten Punkt gepaart mit der Nutzung unserer iRooms Akademie, also eines Lernmanagementsystems, einer Umgebung, die genau das zusammenbringt und die Lernangebote macht, wo sich also die Mitarbeitenden die Lernelemente selber ziehen können und die auf dem Smartphone, auf dem Tablet basiert. Da gibt es also eine eigene Lern-App, die man sich runterladen kann und kann dann dort die Inhalte konsumieren, Quizzes machen, mit anderen kommunizieren, gemeinsam ein digitales Event aufsetzen, was auch immer wir in dem Design Sprint dann gemeinsam mit dem Unternehmen auch erarbeiten und erstellen. Ja, das war soweit. Also war es soweit ein Angebot an Sie. Gucken Sie da drauf, überlegen Sie, was wir mit anderen Unternehmen machen. Also nicht nur über dieses ganze Thema Digitalisierung reden, digitale Kompetenz reden, sondern gleich ins Handeln kommen und ganz konkret in relativ kurzer Zeit zum sehr guten Preis dort aktiv werden und einfach mal loslegen mit den Elementen, die wir da auch erkennen, die dort ganz, ganz wichtig sind, ihr eigenes Ding machen, Angebote machen und eine Lern-App nutzen oder fürs Tablet das Ganze nutzen. Das war es soweit. Hoffe, Ihnen hat das kleine Video gefallen und Sie haben es gemerkt, dass ich gerade wieder ganz hohe Resonanz zu dem Thema digitale Transformation und digitale Kompetenz hatte. Und vielleicht kommen Sie mit uns in Kontakt, vielleicht können wir Ihnen dort weiterhelfen. Vielleicht ist das etwas, wo wir gemeinsam ins Geschäft kommen. Das war es soweit. Bedanke mich bei Ihnen und bis dann. Danke. Tschüss.